Hallo Leute, dies ist nicht League of Legends und ich bin kein Schmetterling. Eine tolle Anmoderation für eine tolle Folge. Für einen tollen Champion. Für ein tolles Team, hoffentlich. Ich wollte heute eigentlich Vega in der Mitte spielen, aber ja, die Midlaner sind irgendwie am schnellsten im Schreiben. Die haben dann direkt, zack, die Midlane weggepickt. Der hat hier das dunkle Siegel. Das kenne ich ja gar nicht. 2 Ruhm für eine Champion-Tötung, 1 Ruhm für einen Assist. Und man kann 10 Ruhm erlangen. Aha. 3 AP pro Ruhm. Ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll, frage ich euch. Naja, wie dem auch sei. Wir werden heute auf der Botlane gegen Miss Fortune spielen und gegen Lulu. In der Mitte werden wir Vega sehen, der gewünscht wurde, auf den ich auch extrem Bock habe. Ja, den ich aber leider gerade, wie gesagt, nicht spielen kann. Gegen Vel'Koz. Dann haben wir im Jungle Lee gegen Kha'Zix, der schön unsichtbar sein kann. Aber Lee Sin kann ja Unsichtbare aufdecken mit seinen Fähigkeiten. Und, also mit seinen Fähigkeiten, sollte ich lieber in Einzahl sagen. Und so klingt es, als ob er einfach irgendwas machen würde und er würde alle sehen. Und auf der Toplane der neue Champ, die neue Champion, Illaoi und Renekton. Ja, Illaoi hat extrem viel CC, ist extrem anstrengend, um gegen sie zu kämpfen. Und interessanterweise haben wir hier, ja doch, wir haben insgesamt doch 4 Champions, die die neue Blitzmastery nehmen. Ich kann das nicht hundertprozentig nachvollziehen. Klar, die ist schon recht stark, aber auch nicht auf jedem Champion, oder? Zum Beispiel auf Vega stelle ich mir das nur sehr schwer vor. Naja, wird echt schwierig. Da nochmal so extrem Schaden auszuteilen, dass sich das nochmal rentiert. Mal schauen, wie die Partie läuft. Blitzcrank, ein sehr interessanter Supporter. Bleibt während der Laning-Phase eigentlich recht, na, nicht unbedingt passiv, aber auf jeden Fall könnt ihr damit nicht so viel anstellen, wie man vielleicht gerne anstellen würde. Man hat halt nur seinen Grab. Dann muss man lange warten und dann hat man irgendwann wieder den Grab. Aber ansonsten, ja, steht man eher ein bisschen defensiver, wenn man mit Blitzcrank spielt als ADC. Und später im Teamfight ist Blitzcrank aber dann umso wichtiger, denn dann könnt ihr nämlich, jawohl, First Blood für Ezreal. So, das Feuer jetzt auf mich lenken. Nein! Ich wollte die mit dem E-Spell nochmal kurz in die Luft knocken. Ja, jetzt komm zurück. Nee, jetzt gehst du aber bitte auch nicht wieder weg. Ah, Vel'Koz. Vega, ja, sehr schön. Nein, er hat ihn gekillt. Ja, okay, ich komme dann wenigstens noch weg. Egal, 2 Kills für den Ezreal. Und der Vega, ja, ist halt sein Problem, wenn sein Laner gefeedet ist. Aber wir haben das Beste aus der Situation rausgeholt. 2 Kills haben wir hier geschafft. Nach einem Grab. Ja, okay, ich lasse jetzt einfach die Minions weiter pushen. Geh kurz zurück. Auch wenn ich mir jetzt, das ist jetzt ein blödes Timing, ich kann mir jetzt eigentlich nichts holen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn ich den Sidestone jetzt holen könnte, aber dann hole ich mir halt doch jetzt die Erweiterung des Relic Shields. Kann damit mehr Stacks loswerden. Okay, W-Spell war jetzt gewastet. Das Mana ging ja total langsam hoch gerade. Strange. So, und hier können wir ein bisschen bei Vega zuschauen. Je mehr Mana Vega fehlt, desto mehr Mana-Regeneration hat der Kollege auch. Heißt, ihr könnt eigentlich mit Vega euer Mana verprassen, wie ihr wollt. Wichtig ist, mit dem Q-Spell stacken. Das stackt ihr nämlich AP. Ist nicht nur wie bei Nasus, dass ein Spell profitiert. Sondern nein, dann profitiert ihr richtig davon. So, und jetzt braucht unser ADC uns.
Oh Mann. Miss Fortune. Echt übel. Da kommt Lee Sin. Erster Kill. Jetzt der zweite vielleicht. Nein. Jawohl, doch. Das ist der zweite Kill. Sauber. Auch hier lange mit dem Grab gewartet und den Kill geholt. Und Vel'Koz ist immer noch in der Mitte. Heißt, wir müssen hier eigentlich nur Kha'Zix fürchten. Und das ist auch natürlich ein super Missverständnis. Der dachte, das Well Played wäre an ihn gerichtet, aber es war schon vor einer guten halben Ewigkeit. So, und auf der Botlane, da ist einfach die Synergie perfekt. Leider kein Ranked Match, ansonsten hätten wir es hier echt gut. Ja, ich möchte eigentlich noch ein bisschen... Nein, schlechter Grab. Sehr schlechter Grab. So, hier kurz in die Luft gehauen. Wir kommen noch weg. Wir kommen noch weg. Ezreal, nicht engagen. Oder? Vielleicht doch. Ja, weiß nicht. Er muss die Trainer auf jeden Fall stacken. Holt sich da dann das Mana Mune. Und die Lulu hat eventuell keine Lust mehr. Die Botlane steht 0-4 zusammen. Ja, das ist natürlich so ein Punkt, wo man sich überlegt, okay, soll man jetzt wirklich weiterspielen oder nicht? Ich bin immer der Meinung, man soll nie aufgeben, aber... Natürlich ist es aus dieser Position heraus sehr schwer zu spielen. Vor allem auf der Botlane, finde ich, weil... Man ist halt, wenn man einmal erwischt wird... Auf der Toplane ist es so, wenn du einmal erwischt wirst, ohne Gank jetzt... Dann kannst du dich noch verteidigen. Wenn du auf der Botlane einmal erwischt wirst, wirst du direkt von zwei Champions erwischt. Und die können natürlich auch dann in gewisser Weise sie sehen. Die Miss Fortune hat zum Beispiel ihren Spell, womit sie hier diese Kugeln regnen lässt. Die Lulu hat sowieso zu viel CC. Den Spell meine ich. Ich habe Miss Fortune selbst noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, welcher das exakt ist. Aber ich meine ja nur, das ist halt... Ah, dammit. Ja, da wollte ich... Na, nein, da hat mein... Mein Ignite hat auch nichts gebracht. Heal? Ja, hat wahrscheinlich bei ihm nichts gezündet. Deswegen beschwert er sich. Wir dürfen jetzt nicht locker lassen. Könnte meinen, dass wir die Botlane schon lange gewonnen haben, aber... Nee, 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 so läuft das hier nicht. Kann auch gut und gern noch alles verlieren. No! Das wäre echt schön gewesen. Der Minion, gerade wo der gelastet hat, und da hätte ich echt die Miss Fortune reingraben können in den Turret. Und dann nochmal mit dem E-Spell und dann nochmal die Ulti rein. Und dann hätte die echt Probleme gehabt. Viele Duns, aber... Wenn das erste gelungen wäre, wären die anderen kein Problem gewesen. Oh Mann, ey, wie schlecht. Okay, ich kann mich so ein bisschen an der Lulu beteiligen. Oh Mann. Die Lulu beteiligt sich da aber auch an Ezreal. Ja. Leute, jetzt nicht rumflamen. Ja, komm, jetzt entspann dich. Na, vielleicht könnten wir sie grabben. Insofern sollte der Lee vielleicht hier rüberkommen. Nee, komm, bringt nichts. Ich geh back. Ich geh back. Ich geh back, hol mir das... Ward-Item. Ja, das bringt nichts. Der könnte vielleicht in der Zwischenzeit mal den Gromp machen, aber ansonsten sehe ich da irgendwie auch nichts kommen. Oh, the damage. Er meint sich selbst. Ach, herrje. 5 Kills. Das ist echt übel. Also ganz am Anfang muss man mit Vega... Ach du Kacke, ey.
Die Lulu, die ist ja richtig heftig. Was den Damage-Output betrifft, Miss Fortune hätte lieber backgehen sollen. Und dieser Engage war unglücklich. Ho, ganz, ganz knapp hier nochmal für Ezreal. Ja, und in der Mitte... Ja, okay, danke. Ach so, Moment, hatte ich keinen Stack mehr? Ach, hey. Ja, war aus Versehen. Tut mir leid, Ezreal. Nee, aber in der Mitte, da ist eigentlich Vega. Vega ist so ein Champion, der erst übers Late Game richtig kommt. Da habt ihr nämlich dadurch, dass ihr schön AP stacken könnt, habt ihr dann... Jawohl. Das war ja mal geil. Okay, das ging schnell. Okay, jetzt beschwert sie sich darüber, dass wir sie killen. Dann geh nicht AFK. Dann geh nicht AFK und dann brauchst du auch nicht rumzuheulen. Mann, 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 Mann. Also manche Leute sind echt... Da kann man nur den Kopf schütteln. My computer is very old. Ja, jetzt habe ich sie aber... Ja, das war ein Ignite. Der war vielleicht nicht... Ich dachte, dass die Miss Fortune eventuell wegkommen könnte. Deswegen habe ich da nochmal den Ignite gezündet. War eventuell etwas... Also war auf jeden Fall etwas überzogen, aber war eine Sicherheitsmaßnahme für mich. So. Was bauen wir als nächstes? Ich überlege gerade, was kann man gut mit Blitzcrank bauen? Wir könnten in die Richtung AP gehen. Oh, Vel'Koz. Der kann hier leider extrem gut roamen. Der Vega... Im Moment 116 AP. Das ist wenig. Okay, mit dem W-Spell kriegt er da auch gut die Lulu platt. Hat er die Ulti noch parat? Die ist natürlich gegen AP-Champions umso mächtiger, aber... Auch nicht schwach, wenn der Gegner kein AP hat. Kurz zur Info, eure Ulti mit Vega macht einen gewissen Basisschaden natürlich. Plus sie scaled auf AP und sie scaled auf das AP eures Gegners. Ihr haut mit eurer Ulti zusätzlich 80% des APs eures Gegners an Schaden raus. Heißt, wenn euer Gegner 1000 AP hat, das war eine komische Ulti, heißt, wenn euer Gegner 1000 AP hat, haut ihr zusätzlich mit der Ulti nochmal 800 Schaden raus. Vorausgesetzt, der Gegner hat keine Resistenzen. Also das ist wirklich so ein Ding, wo man sich echt... Ja. Von berieseln lassen kann. Na... Da bin ich noch früher als meine Minions da, verdammt. Ah, schade. Wollte gerade die Lulu grabben. Die vielleicht wieder AFK gewesen wäre. Mein... Ich finde es vor allem lustig, dass man die Aussage tätigt, der PC sei alt und deswegen sei man AFK. Was ist das für eine Logik? Also entweder sie alt-tappt und wenn sie weiß, dass ihr PC alt ist, dann sollte sie nicht alt-tappen. Oder aber, keine Ahnung, wenn der PC alt ist, kann der PC höchstens eine niedrigere Framerate darstellen. Das heißt, dass sie irgendwie mit 30 Bildern pro Sekunde oder mit 10 oder 20 spielt.
Aber es heißt doch trotzdem nicht, dass sie AFK deswegen ist. Also, ich verstehe irgendwie den Sinn dahinter nicht. Oh. Ja. So langsam aber sicher werden wir auch hier verdammt stark. Und der Ezreal kommt auch noch weg. Hui. Da habe ich den zweiten Kill mitgenommen. 206 steht es mittlerweile. Und Vega killt Vel'Koz. Mit Hilfe von Lee? Fragezeichen. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Aber auf jeden Fall war dann auch nochmal der Kha'Zix gerade in der Mitte. Kann gut sein, dass da beide Jungler auf der Botlane, auf der Midlane waren. Und dass da deswegen gerade ein Kill, wollte ich sagen, zustande gekommen ist. Aber dass da gut und gerne auch zwei Kills zustande gekommen sind. Ja, ich würde dann einfach auf Rod of Ages gehen. Wenn wir so ein bisschen in Richtung AP gehen, was sehr lustig sein kann mit Blitzcrank. Dann werden wir damit extrem Schaden austeilen. Vega, komm schon, Dude. Konzentrier dich. 2-4. Wo hat der denn seine restlichen Kills her? Okay, der ist auf die Toplane gegangen. Wahrscheinlich einmal hat er auch noch den Jungler gelegt. Kann auch sein. Ja, aber es ist auf jeden Fall ungünstig. Vel'Koz mit 7 Kills. Vor allem mit der Ulti haut er dann mit so einem Gebiet extrem Schaden raus, dass es echt unangenehm wird. Na, kriegen wir die... Nein. Verdammt. So, sie followt nicht mehr. Sollte man bei Blitzcrank auch nicht. Unterm Turret ist Blitzcrank zu Hause. Ja, aber ärgerlich, ey. Das hätte gerade für uns einen guten Kill geben können, wenn da ein bisschen der Fokus besser gewesen wäre. So, hier mal kurz farmen. Und weg bin ich. Das Gute bei dem Item ist, das könnt ihr eigentlich, wenn ihr irgendeinen AP-Midlaner spielt, könnt ihr das sogar... Ja, okay, Lee Sin ist gerade hier, aber eigentlich wollte ich da jetzt auch nicht groß was starten. Gut, ich helfe ihn trotzdem nochmal. Oh Gott. Miss Fortune. Ja, ungünstig, ne? Sich in dieses Territorium zu begeben. Ich sag ja, Blitzcrank ist unterm Turret zu Hause. Ja, das Item, der Katalysator, genau, Katalysator des Beschützers. Ey, die Sin, der farmt einfach weiter. Ja, hätte auch sein lassen können. Oh, das Real. Ja, nee. Wird nix. Dafür ist Kha'Zix zu mobil. Nee, der Katalysator ist ein cooles Item, denn... Man kriegt damit pro Level, das ist auch im Aram sehr gut, oder im Poroking-Modus, ihr kriegt pro Level Leben und Mana zurückerstattet. Und damit könnt ihr euch eigentlich saulang auf der Lane halten. Ziemlich, ziemlich cool. Ich würde es machen. Also, das muss man jetzt auch natürlich dann abwägen, mit welchem Champion man das macht. Und Ezreal, ja, overextenden. Das ist hier... Das Motto. Oh Gott, ey. Manche Leute können das Spiel aber auch echt zu ernst nehmen. Ja, das war hier das Motto. Hat einfach ein bisschen zu viel, zu sehr übertrieben hier an der Stelle. Und schade, hier hätte ich fast Ezreal rächen können. Ja, Miss Fortune. Unterm Turret. Hat ein, zwei Turret-Shots fressen müssen. Oh Mann, aber das ist auch echt gefährlich, gerade für mich gerade. Das ist echt keine easy Sache hier. Ja, und Top und Midlane, die kriegen sich so ein bisschen gerade wieder hochgestemmt. 2017 die Gesamtstats
des Spiels. Schade. Hab da auf den Grab gehofft. Huh. Miss Fortune ohne Mana. Autsch. Ich möchte hier weg. Ich möchte nicht sterben. Das wäre der erste Tod von uns. Da stirbt Ezreal schon wieder. Warum versucht er das dann auch die ganze Zeit gegen die beiden zu kämpfen? Wir sind unterm Turret. Ich bin Lowlife. Natürlich kann ich da nicht groß was machen. Also da muss der Ezreal auch so ein bisschen Feingefühl haben. Ja, mittlerweile steht er 4-7. Also ich sag mal, wenn er die ganzen Fehler nicht gemacht hätte, er übertreibt's halt. Anstatt den Vorsprung zu wahren, langsam aber sicher auszuspielen, übertreibt er's und deswegen fällt er da auch zurück. Man sieht's auch am Farm. Das ist nicht so stark. Nach 20 Minuten... Oh nein, ich bin alleine hier. Warum ist niemand anderes aus dem Team da? Ich dachte wenigstens, dass ein, zwei aus dem Team mitkommen würden, aber die sind ja alle tot gewesen, okay. Ja, da habe ich mal ein bisschen gepennt. Da habe ich richtig gepennt. Ich habe eigentlich gedacht, okay, Renekton ist gestorben, aber irgendjemand hat sicher gefollowed. Nachdem Vega auch gestorben ist, ich habe gedacht, Lee Sin würde da sein, aber ja, da habe ich mal jetzt einen Moment Unachtsamkeit gehabt. Ja, ja. Nehme ich auf meine Kappe, mein Fehler, aber ärgerlich, ne? Erster Tod, dann so ein Blöder direkt. Oh, schön ein bisschen Schaden, ein bisschen CC gegen den Ezreal raushauen. Die Gegner spielen wesentlich koordinierter. Wir sind zwar in Sachen Kills keinen Schritt zurück, aber die Gegner haben einen Drake, wir keinen. Die Gegner haben darüber hinaus wesentlich mehr Turrets. Der Bot-Turret ist gefallen, in der Mitte ist einer gefallen. Auf der Top-Lane auch einer. Bei den Gegnern ist lediglich ein einziger Turret bis jetzt abgerissen worden. Und das ist der Top-Turret und Vega. Und ja, ja, kommt, Leute, das könnte ein guter Engage werden. Trau dich doch mal ein bisschen ran. Ja, gut. Sehr schön. 2 gegen 2 getradet. Die hätten auch locker noch Vel'Koz oder wer auch immer noch dabei war. Ne, Kha'Zix war, glaube ich, gerade dabei. Hätten die auch killen können. Und jetzt, ja, sehr schön. Muss nicht immer deinen Stun raushauen, Vega. Du hast doch sicher genug AP mittlerweile, oder? 500 hat er. 14 Major Stacks. Ja, das Majors baut man... Moment, das Item ist aber neu, oder? Ich habe Majors noch nie gebaut, weil das so riskant ist. Ihr könnt euch mal die Fähigkeit durchlesen. Wenn ihr da genügend Stacks habt, ist es auf jeden Fall nicht so cool gegen euch zu spielen. Also, man kann richtig stark damit werden. Aber wenn es schief geht, dann ist man richtig chancenlos. Ist eigentlich wahrscheinlich so ein Item, was man baut, wenn man recht... Ja, ich sag mal, wenige Chancen für sein Team sieht. Ja, blöd, ne? Wäre der ADC nicht so mit Feeden beschäftigt gewesen, irgendwie im zweiten Teil der Laning-Phase, hätten wir da jetzt ordentlich was raushauen können. Ach man, das wird mir langsam zu kindisch hier. So, Kha'Zix, Miss Fortune und Lulu. Natürlich auch Ezreal.
der sich hier den ganzen Farm schnappt. Ignoriere einfach, dass ich dieses Support-Item habe und damit ganz einfach Farm holen kann und damit für uns beide Gold. Ignoriere es einfach. Oh Mann, was war das für ein Grab? Ah, überlebt er es? Ja, er überlebt's. Okay, sauberer Trade hier. Alter Schwede, nein! Geh weg! Geh weg! Er ist hinter Ezreal her. Er ist wirklich hinter Ezreal her, das heißt, ich kann hier einfach weggehen. Ja, und er kommt auch noch weg. Und jetzt kommt Lee Sin. Und er stirbt. Und wir haben es überlebt. Wie geil ist das denn? Ey, ich glaube, Majors würde sich für uns extrem lohnen. Wow, okay, Lee Sin ist jetzt auch gestorben. Hat keinen killen können von beiden. Ach, Leute, Leute, Leute. 2-2-10. Mit Ezreal an den meisten Kills beteiligt. Trotzdem die wenigsten Tode. Es wäre schon cool, wenn die Leute nicht so feeden würden. Jetzt ist Vega auch noch da. So, komm her, lieber Ezreal. Doch den hittet der. So, Drake. Wird noch nicht gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Gegner schon mittendrin wären. Hier vielleicht noch ein Ward platzieren. Da liegt ein totes Vel'Koz. Beim Blue Buff ist der Lee Sin. Oh, und der das war ein schönes Ding. Gegen den gegnerischen Jungler dann. Jungle gegen Jungle. Jungle gewinnt. Alter, ich hasse das, wenn ADCs... Ich weiß, man als ADC kann man nicht immer drauf achten. Aber man sollte es versuchen, hin und wieder mal drauf zu achten. Weil der Typ mir die ganze Zeit verhindert, dass ich meine Stacks loswerden kann. Das regt auf. Und dabei ist er noch selbst nicht mal so gut im Farm. Wir haben die Hälfte des Farms von ihm. Und nein, ich habe nicht die ganze Zeit seinen Farm gestealt. Immerhin haben wir jetzt mal 3 Turrets bei den Gegnern geholt insgesamt. Wir hatten ja schon einen der dreien. Und die Gegner haben sich nur einen Mid-Turret jetzt noch geholt. Das heißt, einen haben die noch Vorsprung. In Sachen Drakes sind wir immer noch nur einen zurück. Heißt, dass wir hier bald gleich auf sein werden. Vel'Koz hat noch kein Rabadons, deswegen hat hier Vega einen riesen Vorsprung, was das AP betrifft. Ja, aber kein so starker E-Spell. Ja, hier kommt ein Teleport rein. Renekton. Ich weiß gerade nicht, wo ich engagen soll. Ja, hier stirbt ein Ezreal. Es sind 3 Leute halt hier gerade. Boah, das ist echt schwierig. Ja, und da ist Renekton. Wir müssten mal echt im Team auftreten. Das wäre... glaube ich... recht erfolgreich. Mann, ey. Oh Gott. Wir werden alle einzeln gecatcht. Toplane könnte jetzt eventuell... na, okay. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Die Toplane könnte eventuell... nein.
Ja, Miss Fortune hat hier ihre negative, also schlechte Farmstatistik korrigiert. Ist jetzt nicht mehr so schlecht. Na komm schon. Jawoll! 370 Gold! Schönes Ding. Ach, hier der nicht Sinn. Und da haben wir Christian und Marco, die ich unerfolgreich versucht habe zu ignorieren. Die sich für lustig halten. Ihr seid super lustig, Leute. Nein, Spaß. Seid ihr nicht. Ist jetzt auch nicht als Kompliment gemeint, sondern einfach... Ja, was will der Typ denn, der Lee? Komm her, du entkommst uns nicht. Oder auch nicht Vega. Ich hätte mir die Ulti aufgespart für jemand anderen, nämlich für Vel'Koz, der jetzt dazu stoßen könnte. Nee, tut er nicht. Schade. Hier hätte ein guter Grab was bringen können, aber hier ist er. Da ist Vel'Koz. Miss Fortune. Nein! Flash hier weg. Na, ich hau hier meine Ulti raus. Ich bin nicht dafür, dass wir hier weiter in... Ja, obwohl, wenn einer... Nee. Geht einfach raus, Leute. Ja, okay, ich komme. Man weiß nicht, was man machen soll. Die Leute engagen weiter. Lee stirbt. Ich habe dreimal gepinkt. Und wenn das Team weiter engagiert, was macht man dann als Support? Natürlich, man engagiert mit. Alle drei sterben. Ja, manchmal denke ich mir halt schon so, hört doch einfach auf mich. Ich bin ein Roboter, ihr könnt mir vertrauen. Das ist keine Intuition, mit der wir handeln. Das ist reines Rechenwerk. Wir arbeiten mit einem super harten, sehr, sehr ausgereiften Algorithmus, der sehr ausgereift ist. Und dieser Algorithmus sagt, dass wir höchstwahrscheinlich verlieren werden, weil wir ab irgendeinem Punkt angefangen, weil dieses Spiel irgendwann ab einem gewissen Punkt in diesem Spiel hat jeder angefangen plötzlich scheiße zu spielen. Angefangen von Ezreal. Ich meine, die Toplane und die Midlane, die haben schon so ein bisschen gefeedet. Die Laoi ist sowieso verdammt stark. Midlane wurde gefeedet, sehr, sehr hart. Und dann irgendwann hat sich auch der Ezreal gedacht, ich muss unter einem Turret engagen. Warum? Ich reiz einfach nicht. Es ist normal, aber es wurmt einen einfach. Die Leute einfach... Ich sag nix. Müssen jetzt zwei Lanes verteidigt werden. Was irgendwie keiner für nötig erachtet. Hallo Kha'Zix. Warum kickt er den über die Wand? Und jetzt wieder. Warum? Machst du das gerne, Lee?
Doch, er hat das Gold gerade bekommen. Weil dieses Geräusch kam, glaube ich, nicht von dem Support-Item. Gegen Illaoi bist du chancenlos. Oh. Soll sich aber auch bitte keiner beschweren, dass es keine Wards gibt, weil... In dieser Partie ist nichts gut gelaufen, sodass man sich hätte raustrauen können, um hier zu warden. Leute... Auf der Toplane sind gerade zwei, die sind ein bisschen pennen. Möchte jemand vielleicht beim Turret verteidigen oder so? Nein? Muss ja auch nicht sein. Was ich gerade versucht habe, ist mich ein bisschen weiter weg vom Turret zu stellen und dann so einen Super-Minion zu grabben. War ein bisschen spät, sodass ich ihn gelastet habe, aber ansonsten ist das Coole halt, dass man dann den Super-Minion ein bisschen hier weghaut, sodass er erst spät seinen Schaden am Turret verursachen kann. Und ey, seid ihr alle irgendwie besoffen oder so? Ey. Ja, Vega verteidigt noch. Sauber. Ey, das Problem ist halt wirklich, dass gerade, egal wen ich rausgrabbe, die Illaoi ist zu tanky und ich habe echt Angst, dass der Vel'Koz alle aus unserem Team killt, weil irgendwie... Ich vertraue diesem Team nicht. Es besteht leider keine Vertrauensbasis. Jetzt ist die Miss Fortune auf der Toplane. Muss ich mich darum kümmern? Ich als Blitzcrank Support... Und warum verschleudert Vega wieder seine Ulti? So. Flash ist raus. Und wir sind tot. Und ich bin weg. Und Renekton ist da. Ja, jetzt könnte man vielleicht mal ein Engage folgen. Blitzcrank, Hyper, Carry. Ich bin weg. Nein! Ja, ich hätte nichts mehr machen können. War schon tot, aber ey, 2-2 getradet. Ihr seht mal, was es bringen kann, ein bisschen ein Teamplay zu machen. Auch wenn es jetzt eigentlich schon viel zu spät dafür ist, aber... Der läuft nochmal in den Stun rein, oder? Ist er in den Stun reingelaufen? Weil da läuft er eigentlich immer ein Counter runter, oder? Na gut, das Match lief nicht ganz so gut. Hätte besser laufen können. Aber war trotzdem eine interessante Partie. Lustig war sie auf keinen Fall, aber gut. Wir haben unser Bestes gegeben, ihr habt es gesehen. Wir haben sehr, sehr lang eigentlich die Partie sogar sehr deutlich angeführt. Bis zu einem gewissen Punkt, wo sich Ezreal gedacht hat, gut, ich fange jetzt an zu feeden. Aus mir unerklärlichen Gründen, mit Lowlife kann ich halt unterm Turret stehen, mehr nicht. Er ist im gegnerischen Feuer gestanden, er stand halt mitten drin und ist dann gestorben. Dann hat er sich gedacht, gut, ich gehe zu Lulu, die halt so viel CC hat, dass sie ihn 1 gegen 1 zumindest herausfordern konnte. Ob sie ihn jetzt wirklich 1 gegen 1 killen konnte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ja... Das Team hat's verpennt, aber es war zum Glück nur ein Normal. Am Anfang wollte ich sagen, warum laufen Ranks nie so? Und im Endeffekt denke ich mir, zum Glück laufen Ranks nicht so. Oder sie sollten nicht so laufen. Sie laufen meistens bei mir so, weil, ihr habt's gesehen, manche Leute, die sind halt einfach blöd und lassen sich dann auf irgendwelche dummen Wortgefechte ein. Wie dem auch sei, beim nächsten Mal geht's weiter, dann wahrscheinlich schon im neuen Jahr. Das wird wahrscheinlich jetzt die letzte Folge für dieses Jahr gewesen sein, für 2015. Und deswegen wünsche ich euch einen guten Rutsch. Und ja, seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich weiß nicht, wenn es... Moment, ich schau mal jetzt gerade. Man verliert auch so ein bisschen die Übersicht.
29. Das heißt, es kommt am 30. Am 31. werde ich wahrscheinlich noch eine Folge hochladen. Also wünsche ich euch noch nicht einen guten Rutsch, sondern erst beim nächsten Video. Ach komm, jetzt schon einen guten Rutsch wünschen, aber vielleicht kommt noch ein Video. Seid einfach gespannt. Haut rein, Leute.